So als allgemeiner Anspruch ist es ja schon lange da. Das ist eigentlich das Prinzip der Demokratie. Wir reden mit Menschen im Plural, mit Menschen, die verschieden sind, über die gemeinsame Welt und verhandeln miteinander, wie wir diese Welt gestalten wollen. Das ist ja eigentlich das Prinzip der Demokratie. Aber es ist nicht einfach umzusetzen und da finde ich ethische Regeln einfach sehr hilfreich und eben zum Beispiel diese Empfehlung, ich rede nicht über die Fehler von anderen. Das ist natürlich auch schwer. Ich denke natürlich an die Fehler von anderen, aber ich muss das ja nicht immer sagen, sondern ich muss merken, Moment mal, wenn ich immer nur auf die Fehler gucke, komme ich mit niemand aus, sondern ich guck auch auf die Dinge, die wir gemeinsam haben zum Beispiel. Und wenn wir auch in Streit kommen oder Konflikte haben, dann ist es unheimlich wichtig, dass wir den gemeinsamen Grund sehen, den wir haben, das Gemeinsame sehen, denn sonst können wir uns nicht konstruktiv streiten. Also natürlich habe ich mit Leuten, die ich mag, auch Konflikte, aber wenn wir sehen, das, was uns verbindet, ist mehr als das, was uns trennt. Also, und da hilft mir diese Übung, rede nicht über die Fehler von anderen, sondern guck auf das auch, was sie Schönes machen, was sie Gutes machen. Oder erhebe dich nicht über andere, lobe dich nicht selber, indem du andere abwertest. Das ist so schwer, weil wir immer dieses Vergleichen haben. Und ich meine, letztlich steht dahinter, ich bin unsicher, also muss ich mich über dich erheben. Und da finde ich diese Übung, ich mache das natürlich gedanklich auch, laufend, aber ich merke es wenigstens, wenn ich diese Übung mache. Oder agiere Ärger nicht aus. Ich werde wütend, ich ärgere mich über Leute. Aber die Übung ist, agiere es nicht gleich aus. Versuch mal zu verstehen, was eigentlich abläuft. Manchmal verhaken sich ja bloß Muster. Und wenn ich verstehe, warum die andere Person eine andere Perspektive hat auf die Situation, dann kann ich mich auch wieder abregen. Also dieses nicht gleich ausagieren, das wissen wir alle, wenn man böse Sachen sagt, was das zerstört. Ja, oder wenn man schlecht über andere redet, auch noch, wenn sie nicht da sind. Ja, ich meine, das zerstört so viele Gruppen und Menschen, die zusammen leben oder arbeiten. Von daher finde ich das einfach unglaublich hilfreich, mit ethischen Regeln zu arbeiten, zu leben, die mich einfach aufmerksam machen, wenn ich abwerte, wenn ich nur das Negative von anderen sehe, wenn ich einfach nur wütend bin und einfach meine Emotionen ausagiere, anstatt mal hinzugucken, Moment, was läuft eigentlich ab? Also bevor ich verstehen will, agiere ich mich schon aus und das bringt es nicht. Ich meine, ich bin christlich aufgewachsen, katholisch aufgewachsen und da habe ich natürlich auch bestimmte Regeln gelernt, ich soll auch nicht lügen. Ja? Und, aber ich habe damals das nicht so richtig verstanden, warum ich mich an die 10 Gebote halten soll. So richtig habe ich es nicht verstanden, obwohl ich Kommunionunterricht bekommen habe und Religionsunterricht hatte bis zum Abitur. Und die Buddhisten, also die Begegnung mit dem Buddhismus war für mich auch deswegen so unglaublich inspirierend, weil die das erklärt haben, was die Übung mit Regeln, mit ethischen Regeln, wie die uns hilft, einmal bewusst zu werden, was wir überhaupt denken, welche Motive wir haben, was wir tun, was wir denken, sagen, tun. Also die Erklärungen haben mir unheimlich geholfen und haben mich motiviert, mich mit diesen Übungen zu beschäftigen. Also wir sind ja eine Gesellschaft, die auf Argumente Wert legt. Und wenn man mir was gut erklärt, dann bin ich eher bereit, mich auf irgendwas einzulassen. Und von daher denke ich, können wir lernen vom Buddhismus gute Argumente für ethisches Verhalten, für soziales Verhalten, für freundliches Verhalten. Und auch diese einfachen Übungen, übe Freundlichkeit, übe Mitgefühl, übe Freude über das, was andere Schönes machen, übe Gleichmut aus den und den und den Gründen. Also da finde ich den Übungsaspekt so hilfreich, dass sie einfach sagen, das kann man nicht gleich. Das muss man richtig lange üben und man wird Fehler machen, aber wenn ich scheitere, weiß ich, ich habe es probiert, ich habe geübt. Ja, also in dem Sinne, die Erklärungen mag ich sehr, die helfen mir, die motivieren mich, aber auch die konkreten kleinen Übungen, die ich jeden Tag üben kann und dann, was mir auch noch sehr gefällt,
Sie sagen, man muss das auch mal in Ruhe durchdenken. Zum Beispiel eine Situation erinnern, heute Morgen habe ich mich geärgert über XY, habe irgendeinen blöden Satz gesagt. Dann setze ich mich hin, reflektiere darüber und verstehe dann vielleicht hinterher ein bisschen, was meine Motive waren. Ich war halt müde und ich kann die Person sowieso. Wir haben noch ein ungeklärtes Thema zwischen uns. Also ich verstehe dann besser, warum ich so reagiert habe. Und versucht dann das nächste Mal anders zu reagieren. Also auch dieser Hinweis, man kann über Situationen, die schwierig waren, nochmal sozusagen in aller Ruhe nachdenken, reflektieren. Das finde ich auch unglaublich produktiv und hilfreich. Und dort denke ich, und das kriege ich ja mit, ich unterrichte ja seit 30 Jahren Meditation, diese Übungen, das sagen viele, die ethischen Regeln, das finde ich das Beste, was ich im Buddhismus gelernt habe, weil ihr habt Argumente dafür. Und jetzt mache ich das einfach. Ich bin zwar keine Buddhistin, aber das finde ich gut. Kriege ich oft als Rückmeldung. Das tut uns selber gut. Also wenn ich mich ethisch verhalte, fühle ich mich selber besser. Ich bin auch wacher, ich bin offener, ich kriege mehr mit. Und es tut natürlich der Gemeinschaft gut. Jede Gruppe, in der ich arbeite, wenn ich einfach höflich bin und freundlich bin und rücksichtsvoll und nicht lüge und nicht verleumde, das tut gut. Das stabilisiert die Gruppe. Also ich meine, es war natürlich sehr viel. Wir haben jetzt gestern Vormittag 4 und nachmittags 4 Vorträge gehört und heute Vormittag auch nochmal mit meinem zusammen 4. Also ich habe noch 3 zusätzlich gehört. Ich habe das jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber ich muss sagen, ich fand jeden Blick auf das Thema, wie kann buddhistische Praxis und buddhistische Sicht, buddhistische Übung, buddhistische Ethik helfen, mit Konflikten in der Gesellschaft klarzukommen, fand ich alles hilfreich. Also eigentlich jeden Blick, wenn da mehr die Andersheit der anderen, der Respekt für das Anderssein der anderen betont wurde oder heute das mit der Wirtschaft, dass wir auch die Gedanken, die wir über Wirtschaft und Gesellschaft haben, die Vorstellungen, dass wir die mal überprüfen, denn die stimmen zum Teil überhaupt nicht mehr, die haben vielleicht vor 200 Jahren in einer Mangelgesellschaft funktioniert, aber in einer Überflussgesellschaft wie unserer funktioniert das nicht. Da muss man anders denken. Also ich finde das alles sehr hilfreich. Oder auch die kulturellen Unterschiede, die kriegen wir ja, ich meine, auch in unserem Land mit. Also ich meine, ich sage mal überspitzt gesagt, 50-60% der Bevölkerung leben in der Vormoderne. Die können es gar nicht aushalten, dass Leute völlig unterschiedliche Meinungen haben, ohne das abzuwerten oder ohne sich bedroht zu fühlen. Also auch dafür finde ich das unheimlich hilfreich, diese verschiedenen Blickwinkel zu hören. Sehr schön, sehr spannend.